Hey Handballinspiratoren, ich bin Martin und ihr seid bei Handball Inspires. Mit mir zusammen auf Handball-Weltreise. Wir schauen jetzt Thorsten Toto Jansen und der Zweitligamannschaft des HSV Hamburg über die Schultern. Thorsten zeigt uns eine klassische 2-gegen-2-Situation vom Halbangreifer mit dem Kreisläufer. Er simuliert ein Einlaufen des Außens und verlangt deshalb, die volle Breite vom Halbangreifer wahrzunehmen. Ich möchte euch bitten, gerne auf die individuellen Korrekturen für die Kreisläufer zu achten. Denn Thorsten lässt hier viel Erfahrung aus seiner Langspielerkarriere einfließen. Habt ihr Fragen zu der Übung oder dem Video, dann lasst uns dazu gerne in den Kommentaren sprechen. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Zwei gegen zwei, so diese Geschichte, als wir Einläufer, der spielt 2-2 hier. Ja, ich bin hier, du kannst da, ich mach hier. Komm auf! Genau so, da hoch und dann direkt runter. Dann hast du Stabilität in den Beinen, ne? Nicht oben und gerade bleiben. Gut. Bitte? Ja. Ah, gut so, Pelle. Komm, komm. Ah, du musst einen haben. Komm, nächster, komm. Ah, gut, gut. Ihr müsst doch nicht auf die erste Aktion gehen, ihr könnt noch mal spielen. Ja, komm, noch mal, komm, noch mal. Neu orientieren, noch mal. Ah, gut, Clay. Gut, so. Gut, Pelle. Gut, Pelle. Komm breit. Da weg, ja trotzdem. Kann ich keinen Stürmer vorgeben. Ich muss so hinten um ihn rum. Gut. Und Weller ist 7 Meter. Play. Schön am Arm stehen. Ah gut, ja, ganz breit. Gut, Pelle. Versucht dann trotzdem noch den ganzen Raum auszunutzen. Hier ruhig mal noch breiter. Dann müssen Sie einen Schritt machen, dann in die Gegend bewegen. Und Clay, gib ihm Kontakt. Holt. Holt, Dumbo. Ja, ich weiß. Immer wieder versuchen dazwischen. Du kannst doch hinten rum probieren. Ja? Gerade in dem Fall, wenn er hier ist und dann so ein scheiß Pass, so einen halb hohen, den musst du natürlich haben. Wenn der als Bodenpass da rein in den Raum, dann wird es schwer. Aber den kannst du noch haben. Wieder hier. Gut. Da geh nochmal breit, gut. Ja, und jetzt komm. Helle. Oh.
Komm, Teddy, ein bisschen mehr. Er ist groß, aber die Situation werden wir immer wieder haben. Herr Coco. Wenn er den lang wirft, Glückwunsch. Gut, Coco. Mit Coco am besten kein Block spielen. Von jeder Gruppe noch einen holen. Gut. Gleich Wechsel. Na gut, Clay. Okay, kurz trinken. Mir gefällt vor allem der positive Umgang von Thorsten mit seinen Spielern. Dadurch schafft er eine sehr gute Trainingsatmosphäre. Durch das Einfließen von vielen individuellen Korrekturen hat er einen direkten Bezug zu seinen Spielern. Essentiell ist hier die Wechselsperre vom Kreisläufer und das erste breite Attackieren vom Halbangreifer. Denn dadurch öffnet sich der Raum für das 2 gegen 2 und im Zentrum. Welche Ideen würdet ihr noch in die Übung einbringen wollen? Lasst uns dazu gerne in den Kommentaren austauschen, denn Handball inspiriert.